Liebe Online-Community, diese Woche ging es im Europaparlament in Straßburg gleich in mehrfacher Hinsicht um die Verteilungskrise der Flüchtlinge in Europa. In meinem Redebeitrag vom Dienstag kritisierte ich die Flickschusterei der EU-Mitgliedstaaten nach Einstellung des italienischen Seenotrettungsprogramms Mare Nostrum im Oktober 2014. Ich hob dabei hervor, dass derzeit private Seenotrettungsinitiativen wie SOS Mediterranee die Arbeit der Mitgliedstaaten übernehmen. Dieser Verein aus Deutschland, Frankreich und Italien rettet seit diesem Frühjahr Flüchtlinge im Mittelmeer. Beim Projektstart war ich auf der italienischen Insel Lampedusa mit dabei. Darüber hinaus wurde diese Woche der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Schaffung eines europäischen Grenz- und Küstenschutzes durchdiskutiert. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Rettung schiffbrüchiger und in Seenot geratener Menschen im Mandat der neuen Agentur mit verankert wird. Bei der Debatte zum EU-Türkei-Abkommen haben sich die europäischen Sozialdemokraten aktiv mit eingebracht. Unter anderem forderten sie zwei Dinge. Wir brauchen erstens eine EU-weite Umverteilung der Flüchtlinge, die von nun an legal in die EU einreisen können. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten sich solidarisch zeigen und entsprechend eines verhandelten Kriterienkatalogs Flüchtlinge aufnehmen müssen. Und zweitens muss sichergestellt werden, dass Menschen, die jetzt von Griechenland in die Türkei zurückgeführt werden, nicht unrechtmäßig weiter nach Syrien abgeschoben werden, so wie es Amnesty International sagt. Bereits Ende letzter Woche hat die AfD-Europaabgeordnete von Storche wahres europafeindliches Gesicht gezeigt. Sie ist dem drohenden Ausschluss aus der Fraktion europäischen konservativen Reformern zuvorgekommen, anschließend aber der antieuropäischen Fraktion beigetreten, zu der auch die britische Partei UKIP zugehört. Diese tritt für einen Austritt in der EU bei dem aktuellen Brexit-Referendum ein. Ich werde mich auch weiterhin für einen kritischen Umgang mit der AfD vom Europaparlament bis hinein in die Lokalparlamente von Sachsen-Anhalt einsetzen. Alles Gute, beste Grüße hier aus Straßburg und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich oder mein Team über die Webseite, über Facebook, Twitter, können Sie mich auch kritisch bei meiner Arbeit mit begleiten. Alles Gute.